So, Bad ist ganz gemütlich bei guter Mucke. Das ist natürlich unser Bad, vollkommen klar. So, er ist fit. Ready for Takeoff, ich würde sagen. Bad, Outfit wechseln. Hier ist schon wieder irgendwas kaputt gegangen. Bei uns ist doch alles im Arsch. Ist egal. Alltag? Bad macht sich dann fertig für den Alltag, würde ich sagen. Trulla geht sehr schlecht. Keine Energie. Hunger wie Sau. Die wird... Ach du Kacke. Naja gut. Morgen hat sie ja frei, glaube ich. Nee, Freitag muss er auch. Dann mal eben zur Übersicht. Und jetzt fahren, besuchen wir den Haushalt. Den hier. So. Geht nicht? Warum geht das nicht? Ist keiner zu Hause oder was? Den Hater-Haushalt besuchen. Kann ich den Haushalt besuchen? Nee, gar keinen. Komisch. Dann schicken wir Bad trotzdem mal zum Stadtpark. Dass der mal ein bisschen rauskommt. Wisst ihr, Leute, der hockt ja nur zu Hause. Wir haben ja eh keine Kohle. Zu Hause fackelt nur die Bude ab und ist auch wirklich scheiße langweilig. Und hier hat er die Möglichkeit, Dory Hart kennenzulernen. Wir gucken mal, wie wir Bad hier heute den Tag versüßen können. Dory Hart ist hier unterwegs. Was macht sie da? Okay. So, Dory Hart mal freundschaftlich begrüßen gehen. Bad kommt. Oh, die grillt. Ist ja geil. Dory Hart grillt. Und jetzt kommt Bad. Und was passiert dann? Ist Dory Hart ein Teenager oder wie sieht er eigentlich aus? Sie könnte die nächste Kandidatin werden für uns. Ich weiß noch nicht, wie alt sie ist. Das ist natürlich jetzt schwer zu sehen, weil sie schon relativ erwachsen aussieht. Wir gucken mal. Freundlich kennenlernen. Und natürlich bringen wir das Gespräch gleich voran mit Plaudern. Hi du, Baby. Ich hab hier ein paar Scheiben. Was für Scheiben? Ja, dreckige Teller. Und ich brauche jemanden zu Hause, der mir die dreckigen Teller irgendwie aus die Sicht entfernt. Weißt du? Oder aus der Sicht. Die Sicht. Oh, pass mal auf, Baby, hier brennt deine Scheiße an, weil du jetzt mit mir quatschen musst. Weil da gibt's auch neue Hater in der Stadt. Und die stehen eigentlich total auf verbrannte Würstchen. Hater! Tolle Filme, mag ich auch ganz gerne. Ja, magst du mit mir einen Film gucken? Nein, ich mag nur Hater ärgern. Weißt du, ich bin ja auch Verbrecher. Und da ärgert man auch mal Hater. Ja, ich habe aber Eintrittskarten. Was, für einen Film? Für einen Film hast du Eintrittskarten? Ja, ist ja cool. Wir müssen das weiter, wir müssen weiter treiben. Freundlich, Mensch, Mensch, kennenlernen. Kennenlernen und dann natürlich noch freundlich nach Karriere fragen. Wir müssen mal rauskriegen, wie sie so drauf ist. Freundlich. Was halten die über Feuerreden? Nee. Geschichte erzählen. Also Baby, deine Würste sind zwar scheiße, aber ich erzähle dir jetzt mal was. Pass mal auf. Pass mal auf jetzt. Also, und zwar folgendes. Fliegen ist geil. Liebe Leute, komm mal zum Bottle jetzt hier. Okay, jetzt geht's los. Bin mal gespannt, was Bad zu erzählen hat. Weißt du, wer heute Abend in der Talkshow ist? Ich hab noch keine Ahnung, weil wir noch keinen Fernseher haben. Weißt du? Anscheinend nicht. Kassenexpertin, Karrierehaus gefunden. Okay, sie ist Kassenexpertin. Und wie sieht es eigentlich mit den schmutzigen Tellern aus, Baby? Ich würde mal gern versuchen, dich ein bisschen näher kennenzulernen, also auch ein bisschen intimer. Ich kann ja mal nach deinem Sternzeichen fragen und danach romantisch ein bisschen flirten, weißt du. Dreckige Teller, das Thema, denke ich mal, haben wir jetzt mehr oder weniger ja durchexerziert und jetzt kommt mal ins Eingemachte. Pippi. So, und los geht's, bin mal gespannt. Haha, du sag mal, was bist denn du für ein Sterngedöns? Interessiert mich nämlich voll. Gava, also, was bist du? Krebs, interessant. Ich mag ja Krebse und ich mag auch ganz gerne Krabben und also so Fischzeug, weißt du. Oh, wir hatten da Geld verdient. 125 Millionen, so sind wir jetzt nach Hause gekommen, okay.
Magst du Dessert-Dreirad? Das sind die voll geil. So, Pipat hat erfahren, dass Dory eine Beziehung mit Gus hat. Das ist uns doch scheißegal. Bud will jetzt wirklich mal drauf anlegen und einen Anmachspruch bringen. Pass mal auf hier. Schnippi, du, ich hab jetzt hier kusstechnisch schon was drauf. Ich weiß nicht, wie das bei Gus ist, aber ich bin schon ein guter Leckerschmecker, Küsser, Schnucker, weißt du, ich mein. Wie findest du das? Findest du das gut? Oder reagierst du jetzt irgendwie gar nicht drauf, gelangweilt? Na, dann hau ich noch was Heftigeres raus. Flirten. Oh. Ich mag ja deine tollen Haarzöpfchen. Die finde ich total geil. Die würde ich ganz gerne mal küssen. Deine Zöpfe. Weißt du? Gut, okay. So viel dazu. Bud kommt hier. Oh, da ist die nächste. Zwei gleich. Oh ja. Schau, Baby, da drüben sind nochmal zwei. Adios. Oh ja, sehr geil. Wer ist sie denn bitte? Das könnte die richtige Mutter von Thaddäus sein. Hallo, Roti. Na, wie geht's dir so? Ich bin der Bud. Und ich bin alleine. Plaudern? Ich mach es mal gleich direkt. Fiona McIrish. Ich mach's gleich mal direkt und Kompliment über Charakter machen. Romantisch mal komplett über Aussehen machen. Romantisch, ob sie Single ist. Danach romantisch flirten. Danach, wie weit geht denn das? Wie viel kann ich denn reinhauen? Und dann romantisch, Anmachspruch. Und dann zum Schluss küssen. Mal gucken, wie Bud vorankommt. Ich bin mal gespannt. Also, aufgepasst, Baby. Jetzt siehst du mal mich in Action. Ich bin der Bud. Und meine 3D-Brille sieht so richtig geil aus, weißt du. Mit deinen roten Haaren und deinem Hut. Siehst du aus wie Al Capone. Aber pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal die beste Geschichte, die du je gehört hast. Denn ich finde deinen Charakter voll toll. Hab dich eben kennengelernt und... Oh, 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 liebe Leute. Es scheint wirklich zu funktionieren. Bud ist einfach zu... Oh, da kommt die andere wieder. Er macht das wirklich... Er ist wirklich so knallhart. Er bringt's direkt raus und... zieht euch das bitte mal rein. Innerhalb von wirklich... Er sieht, er kam, sah und siegte. So muss man es wirklich nennen. Na, bist du verheiratet oder so? McIrish, Braut hier. Und? Und? Partner herausgefunden? Keinen. Sie ist Single. Du, ich würde ganz gerne deine Handynummer haben. Es ist unglaublich, oder? Also ich meine, bitte, Leute. Er ist so... Oh, hier kommt die nächste... Oh, sie ist noch ein bisschen besser, glaube ich. Molly French. Wir gucken mal. Er versucht sie ja gleich zu küssen und dann geht er gleich weiter zur nächsten. Aufgepasst. Aufgepasst. Jetzt kommt der Kuss. Oh, ich würde ganz gerne mal dich ein bisschen... Liebe Leute. Ich komme nicht drauf klar. Morgen geht Bud... Ja, gut. Jetzt geht Bud zu Molly. Freundschaftlich begrüßen. Ciao. Wie hieß du nochmal? Fiona. Okay, alles klar. Sehr geil, es ist sehr geil. Da ist Molly. Wie sieht's mit... Molly ist natürlich schon richtig heißer Feger, wenn man das hier so sieht. Hallo, ich mag Blumen. Blumen eigentlich scheißegal. Ich wollte dich ganz gerne mal romantisch anmachen. Blumen sind richtig geil, ne Molly? Du, mit deinem schönen T-Shirt, was du da anhast. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie du Sternzeichen technisch drauf bist. Romantisch und noch ein bisschen flirten. Und jetzt machen wir es mal gleich direkt romantisch. Ob Single ist, romantisch küssen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert mit Bud. Du, ich würde ganz gerne mal dich mal einladen bei mir in meine Kiste. Also zu Hause. Ich bin Zwilling. Sehr geil. Hast du einen Partner? Aufgepasst, Leute. Aufgepasst. Aufgepasst. Aber Nuna. Na. Larakis. Ja, hat sie. Salimin. Sie hat so traurig im, Odate. Da kommt die stinkende. Wer ist das denn? Madison Fan Watson. Sie stinkt. Und jetzt küssen. Es ist unglaublich. Liebe Leute. So viel dazu. Ich würde sagen, Bud, ab nach Hause, lass sie machen, lass die Leute machen. Unglaublich. Unglaublich, liebe Leute. Bud ist der heißeste jenseits von, ja, ich weiß nicht, von Casablanca. So, was macht von Bergen?
Okay, er ist noch mit der Arbeit beschäftigt. Ich würde sagen, im Fitnessstudio trainieren. Geht das? Ja, es geht. Wir gucken mal, was macht eigentlich Trulla? Also für Bad war es heute ein extrem erfolgreicher Tag. Da denkt man, Trulla pennt. Ja, die muss auch, liebe Leute. Okay, wir haben wieder ein bisschen Kohle in der Bude. Bad macht sich jetzt mal sinnvoll. Er muss das Ding hier entstopfen. Er muss es entstopfen und dann muss er es... Wir haben den Hater nicht getroffen, aber das macht nichts. Noch ist nicht alle Tage Abend. Sternzeichen von Fiona McIrish erfahren. Hat er doch schon. Einkaufen. Feste Beziehung mit Fiona eingehen. Aber warum nicht mit der anderen? Gut. Alles klar. Mit Blair plaudern. Das kann er gleich machen, wenn er telefoniert. Ohne Geld ist nichts los. Ohne Moos nichts los. So ist es auch wirklich, Leute. Wir können uns noch nichts leisten, aber wir arbeiten dran. Gleich kommt Van Bergen nach Hause. Der verdient ja 1 Simoleon mehr am Tag. Und ich bin echt gespannt, was Bad reinbringen wird. Ne? Also, wenn er jetzt mal zum ersten Mal einbrechen geht, das wäre natürlich super interessant. Oh, warum ist Van Bergen so im Arsch? Ich sag mal, normaler Betrieb. Nee, wir machen mal mit Teammitglieder abhängen. In Umkleidekabine rumgammeln. Teammitglieder treffen. Alles klar, das können wir machen. So, Bad pinkelt jetzt. Ja, macht er super. Und dann, verdorbenes Essen ausräumen. Und dann Abendessen servieren. Was kann er denn? Hotdog. Kann er nicht mal. Dann würde ich sagen, Snack essen. Oh, Eiscreme. Und danach noch Snack essen. Dosensuppe und danach noch Snack essen, nochmal Eiscreme. Eiscreme, Dosensuppe, Eiscreme. Ideale Kombination, wie ich finde. Zum abendlichen Menü. Das ist typisch unser Bad. Ah, hier ist auch geil. Er hat schon wieder heute 2 Kontakte geknüpft. Wir können bald die nächste Hugh Hefner Party feiern. Mit noch mehr Mädels. Und er ist mit allen irgendwie liiert. Mit allen hat er irgendwas am Start gehabt. Wir müssen es aber so weit treiben, dass er braucht ein eigenes Separé. Er braucht ein Liebeszimmer, meine Lieben. Dafür brauchen wir aber Kohle, ist ja klar. Aber er braucht ein Liebeszimmer mit einem richtig schönen Liebesbett, wo er dann, alle so bearbeiten kann. Dass jede weibliche Person aus dieser Stadt einmal in diesem Zimmer war. Was macht Thaddeus? Wissen wir nicht. Gucken wir uns dann wahrscheinlich morgen an. Wann kommt Van Bergen denn nach Hause? Ah, jetzt unterwegs, super. Trulla geht's gut, sie schläft. Dass das Bad gar nicht stört, dass die beiden was hatten. Unglaublich. Er ist müde schon wieder. Ja, er ist auch wirklich fit jetzt. Äußerst fit. So. Was hat er denn gerade gegessen? Eiscreme, jetzt kommt Dosensuppe. Wie geht's Van Bergen? Oh, er ist wirklich fertig. Mal schnell... Hau dir mal schnell einen Snack rein, mein Guter. Einen Saft. Und...